fantastic. Ja, willkommen zurück. 14 Uhr, ich bin's wieder, Matthias, mit einer Runde Boom Beach Road to Master. Wir wollen mal schauen, was wir heute noch so reißen können. Ich muss diese Folge leider schon am Donnerstagmittag aufnehmen, da ich heute Abend, beziehungsweise heute Nachmittag und heute Abend und Freitagmorgen arbeiten muss. Das heißt, ich kann die Freitagsfolge leider nicht Freitag kurzfristig aufnehmen, so dass ich jetzt halt ein bisschen einen für einen Tag vorproduzieren muss. Ich hoffe aber mal, dass das kein Problem sein sollte. Wir werden jetzt einen Angriff suchen und mal gucken, was wir so finden. Ja, der hier sieht doch ganz okay aus. Ich habe übrigens, ihr werdet es gemerkt haben, die Musik und die Soundeffekte mal angemacht. Auch wenn das jetzt ein bisschen nervig, vielleicht, na, nervig nicht, aber manchmal, gut, es kann schon ein bisschen nervig sein manchmal. Aber es ist besser, finde ich, als jedes Mal die Monsterkettenmusik drunter, weil die manchmal mit dem ganzen Dubstep auch ein wenig störend sein kann, sagen wir mal. Ich will jetzt mal kurz testen, ich habe Barbaren, ihr seht es schon, was hier so alles aus der Ecke kommt. Jetzt geht die Musik natürlich richtig steil und ja, wir müssen jetzt mal was testen, und zwar werde ich wieder hier eine Ladung Riesen und meine Clan-Truppen da reinsetzen und den Barbarenkönig sofort hinterher. Mal gucken, was wir so in der Klamok haben. Natürlich werden wir dann jetzt erstmal das Rathaus auch angreifen. Das haben wir jetzt gleich gepackt und dann mal gucken, ob wir noch den zweiten Stern dabei kriegen. Falls ich gerade ein bisschen laut rede, dann liegt das daran, dass mein Headset gerade ultra laut eingestellt ist und ich hier mega lautstärkemäßig auf Ohren kriege von dem Kampfsound. Jagen wir mal die ganzen Barbaren da rein und wir kriegen ja bei den Barbaren immer quasi gratis so einen Wutzauber, wenn der Barbarenkönig in der Nähe ist. Jetzt habe ich ihn wieder ein bisschen früh gezündet, ich weiß, aber mal gucken. Das sollte trotzdem noch klappen. Vielleicht kriegen wir wirklich hier 100% hin. Machen wir mal hier noch die beiden Riesen. Dann wäre das doch eine ganz coole Sache, wenn wir diese Base einfach mal komplett auseinandernehmen. Zauber können wir uns noch sparen. Ein paar Bogenschützen haben wir noch zur Not. Aber ich will erst mal gucken, dass wir das vielleicht so hinkriegen. Ich könnte jetzt hier noch einen Mauerbrecher einsetzen, aber bis der da ist, ist das auch vorbei. Und ja, dann sind die 100% auf jeden Fall sicher. Würde ich fast mal sagen, machen wir hier mal. So, den Magierturm noch kurz weg. Zack, zack, zack. Ja, 100% dürften gesichert sein. Es kann nicht mehr viel fehlen. 24 Pokale. Wunderschön. Zack, geschafft. Barbarenkönig jetzt gerade, er ist halb tot. Alles noch voll in Ordnung. Ach, da ist noch eine Kanone. Okay, dann müssen wir vielleicht doch nochmal ein paar Bogenschützen einsetzen. Bis die anderen da sind. Naja, egal. Wenn die 5 vielleicht jetzt verschenkt. Aber gut, so, jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. 200.000 Gold sogar noch mitgenommen. 266 Dunkel ist auch nicht verkehrt. 24 Pokale ist natürlich die Hauptsache. Das war doch schon mal wieder ein ganz ansehnlicher Angriff. Machen wir mal einen neuen Zaubertrank noch. Und neue Truppen. Ich mache noch mal ein paar Barbaren. Das hat doch gerade ganz gut geklappt eigentlich. Könnte aber auch daran liegen, dass ich Magier in der Klamok hatte. Am Anfang fand ich die Magier ja immer kacke, aber mittlerweile gehen die sogar echt, finde ich. So, Mauerbrecher brauchen wir nochmal. Machen wir mal eben hier die Bogies mal weg und bauen noch ein paar Mauerbrecher rein. Tap, 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 so. Riesen natürlich auch noch. Anfordern können wir jetzt erst nicht mehr, aber hat mir jemand noch einen Angriff geteilt. Noch 4 Pokies, dann Meister 1. Ah, okay, cool. Wiederholen. Mal gucken, was er angegriffen hat. Er hat jetzt hier Loot geholt, scheinbar. Okay, Rathaus 10. Und er hat Loons benutzt. Lakaien, also Balloonion. Und seine beiden Helden. Mal gucken, was er so reißt. Hat natürlich hier den X-Bow, der ihn da erstmal ein wenig zu schwächen versucht. Die Balloons kriegen auf jeden Fall gerade ordentlich auf die Fresse. Die waren jetzt auch schon alle zügig weg. Der Inferno-Turm hat da ordentlich reingehauen. Hier auch, also bisher noch nicht so erfolgreich der Angriff, so wie es aussieht. Ich mache mal ein bisschen doppelte Geschwindigkeit. Ja, jetzt kommen die Lakis hinterher. Mal schauen, was die noch so reißen. Level 4, da habe ich ja sogar, glaube ich. Ne, was habe ich? Ich habe Level 2. Aber immerhin Level 6 Ballons. Aber die kriegen ja nur auf den Sack, Leute. Die kriegen ja nur auf den Sack. Meinst du, er schafft nur die 50%? Naja, könnte knapp werden. Obwohl, er hat noch 13 Lakaien und seine Helden. Also die 50% wiederholen. Wage ich mich jetzt, oder lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster.
dass er das schaffen wird. Ich würde jetzt hier probieren, vielleicht erst die Helden, dann die Minen. Oder? Mal gucken. Ne, er macht hier oben weiter. Aber das muss doch zu schaffen sein, Junge. Komm. Keine Lakaien mehr, nur noch die Helden. Jetzt bin ich gespannt. 7% nur mit Helden. Noch 5%. Ah! Noch 3%. Die Bogenqueen jetzt hier unten. 50% so gerade eben geholt und noch halbwegs Loot. Das war allerdings schon echt knapp, würde ich sagen. Also, da hat er schon Schwein gehabt, dass das so funktioniert hat. Das war auf jeden Fall ein spannender Angriff. Von Sam, vielleicht hat noch irgendjemand was geteilt. Wiederholung Sam Loot, den hatten wir doch eben schon, oder? War das der gleiche? 50% plus 7, 50% plus 8. Nein, das war noch ein anderer. Dann gucken wir uns den auch noch an. Mal gucken, was der so kann. Okay, auch Rate aus 10, aber Mauer noch relativ tief. Er kommt wieder mit der Balloonion. Und mal gucken, ob die diesmal ein bisschen länger halten. Er hat es aber auch drauf, auf jeden Fall immer genau auf 50% zu kommen. Okay, jetzt wissen wir es diesmal am Ende leider schon, aber gut, mein Gott. Beiden Bogentürme hier unten weg, jetzt der nächste, die beiden hier auch weg. Also vier Bogentürme jetzt schon down hier, das ist schon mal nicht verkehrt. Da oben geht's an die nächsten. Das ist so ein bisschen die Taktik, die Fred auch gefahren hat bei seiner Champions-League-Jagd. Bogentürme alle kaputt, rundherum Lakaien jetzt. 18 Stück hat er noch und drei Ballons. Mal gucken, was er noch so reißen kann. Wir wissen ja jetzt schon, dass er auf 50 kommen wird. Allerdings ist das natürlich so eine Sache, wie wir da, dass das natürlich schon wieder ein Risiko war. Also, jetzt hätte er wahrscheinlich genauso gut in die Hose gehen können. Gerade der war ja auf jeden Fall sauknapp. Aber na gut, man weiß es halt nicht. Oder man steckt halt immer nicht drin. Manchmal geht's halt mal in die Hose. Ich muss allerdings erstaunlicherweise sagen, dass ich bisher noch kaum Pokale verloren habe wegen verkackten Angriffen. Weil ich mich echt mal ein bisschen konzentriert habe und weil meine Truppen auch einfach besser sind momentan. Da hat das eigentlich bisher ganz gut geklappt. Ich habe mich auch noch nicht verklickt. So, 46% hat er das mal ohne die Helden einzusetzen schon geholt. Also war das doch sicherer als am Anfang. Das heißt, er hätte noch Reserven gehabt. Hätte er jetzt die 50 nicht gekriegt. Hätte er jetzt die 50 nicht bekommen. Ne, 49 hat er jetzt. Das muss er doch noch 8 Luckys oder die Helden setzen. 8 Luckys hat er noch, die kommen dahin. 50. Also hat er sich die Helden einfach gespart. Kann man natürlich auch machen, dann war es natürlich doch nicht so gefährdet. Er hätte also noch Reserve gehabt, ist natürlich klar, weiß man vorher natürlich nicht immer, okay. Man steckt ja nicht drin, aber er hat es auf jeden Fall schon mal so ganz gut geschafft. 1900 Pokale habe ich übrigens gerade genau auf den Kopf. Auf den Kopf drauf, also jetzt, ja, jetzt könnte ich nochmal gucken. Ich habe eben auch nochmal angegriffen, das war aber nicht so spektakulär. Da habe ich nochmal 100%, war das von gerade, ne, habe ich eben nochmal ein paar Pokale geholt. Und zwar war das diese Base, wo ich mir dachte, komm, die kriegst du. Habe ich da oben angefangen mit Riesen. Und habe mich dann so ein bisschen durchschlawinert, weil ich dachte, da oben ist das Rathaus, wenn wir da anfangen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Rundrum schon mal ein paar Bogen gesetzt, um auf die Prozente hochzukommen, weil ich auf 2 Sterne spekuliert hatte. Jetzt hier nochmal Bogenschützen durch. Hier oben wird es jetzt erstmal interessant wegen dem Rathaus. Die Riesen kümmern sich um die Verteidigung und dann habe ich jetzt gleich irgendwann hier ein paar Bogis nachgesetzt, genau jetzt, ein paar Bogis nachgesetzt, die dann aufs Rathaus gehen sollten. Wo natürlich ich erst den Mörser hier über den Minenwerfer übersehen habe, es hat aber trotzdem geklappt, so viel kann ich schon mal verraten. Und die 50% waren dann auch sehr nah schon jetzt und dann ging es auch erstmal aufs Rathaus. Ich hatte aber dann auch leider keine Truppen mehr, außer noch ein paar Clan-Truppen, die ich nach unten setzen konnte. Die habe ich dann jetzt gleich hier unten hingesetzt. Komm schon. Während hier oben noch so ein bisschen hin und her randaliert wird. 43%, also wie gesagt, die 50% kamen sehr nah, aber ich konnte halt leider nichts mehr machen. Habe die Clan-Truppen noch hier hingesetzt. Das waren auch nur noch 5 Bogies leider. Ich dachte, da wäre mehr drin. Und das hatte sich dann relativ schnell erledigt. Leider nur 43%, also keine 2 Sterne. Aber steckte man halt nicht da drin, ne? Aber immerhin gab das nochmal 8 Pokale. Auch das, ja, immerhin ein kleiner Schritt auf dem Weg nach oben. Uns fehlen jetzt noch punktgenau 700 Pokale, um das Ziel zu erreichen. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Bis Sonntag kann es auf keinen Fall klappen. Wie gesagt, hatte ich ja schon mal erwähnt.
Aber gut, jetzt habe ich noch 600.000 Gold, das heißt, ich kann noch eine Mauer upgraden. Bevor es mir wieder geklaut wird. 100.000 reicht, um Angriffe zu suchen. Und dann würde ich sagen, mit diesen spannenden Angriffen, die wir gesehen haben, würde ich mich jetzt auch wieder verabschieden. Ich bedanke mich jetzt erstes Mal fürs Zugucken. Wir sehen uns am Samstag wieder, dann wieder ein bisschen kurzfristiger aufgenommen mit einem aktuellen Stand. Wie gesagt, bleibt dran. 15 Uhr, immer wenn ich schaffe, wenn Plätze frei sind, mache ich 15 Uhr den Clan auf. Bis dahin würde ich sagen, viel Glück weiterhin an alle, die dabei sind und an alle, die noch in den Clan rein wollen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.